Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Batman Arkham Knight. So, dann gehen wir jetzt mal ins zweite Stockwerk. Und fahren die Server wieder hoch. Oracle, der Uhrenturm ist sicher. Verbindung zum Großrechner steht. Gut. Okay, wie es aussieht, haben wir wohl ein paar Server verloren. Wird eine Weile dauern, bis alle Daten wiederhergestellt sind, aber ich sollte online sein, wenn du zurückkommst. In der Zwischenzeit solltest du vielleicht rüber zu Lady of Gotham. Dieser Reporter Jack Ryder wollte dort einer Spur nachgehen. Cash versuchte, ihn aufzuhalten, aber Ryder hat was von Pressefreiheit gefaselt. Okay, Lamm auf der Schlachtbank. Aha, okay. Und hier auch neue Infos. Sir, ein Polizeihubschrauber hat ein brennendes Fledermaus-Symbol auf einem Dach in Otisburg gemeldet. Ich glaube, Ezrael ist für ein weiteres Treffen bereit. Na gut, dann wollen wir ihn doch mal nicht warten lassen. Frag mich nur gerade, wo ich jetzt hier... Ah, hier. Das ist doch sehr schön, dass wir jetzt auf neue Infos stoßen hier. Was war mit dem los? Scarecrow's Gas. Manche Leute erholen sich einfach nicht. Den krieg ich doch bestimmt von oben runtergeschossen, oder? Also ich meine das Flugzeug da oben. Na, ja, komm schon. Wurde irgendwo noch nicht geplündert? Mir wird langweilig. Versuch mal die Position ein bisschen zu ändern. Was macht er da? Er verfolgt uns. Fahr weiter. So. Wand. Ich kann halt die Kanone nicht ganz so nach oben ziehen, wie ich sie gerne hätte. Es ist Batman. Fahr. Oh. So. Ich habe zu der laufenden Neugestaltung vertraut, dass ein der beiden Tragen. Serpent offline! Wenn du stirbst, während du versuchst, sie zu lösen, werde ich der Stadt gestatten, durch sie zu öffentlichen Ausstellungsstücken zu machen. So, wir hatten aber hier noch einen Flieger. Den würde ich aber auch noch mal gerne mitnehmen. Oh Scheiße, er klebt an uns dran! Komm, bring uns hier raus! Raus aus dem Bad! Raus! Ja, geht mal raus. Was ist denn jetzt der letzte Flieger? Da ist er. Ist es das, was ich glaube? Batman, gib Gummi! Ach, Mann, nun komm. Das ist halt doof, dass ich die Kanone nicht weiter nach oben ziehen kann. Wo ist denn das Ding jetzt? Hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber irgendwie habe ich die Schnauze voll vom Radalieren. Ja, kann ich gut nachvollziehen. So, jetzt müsste ich dich aber gleich kriegen. Na, und? Gibt's doch nicht. Na also. Batman hat eine Serpent-Drohne getroffen. So, und jetzt hoppala. Können wir uns auch dem brennenden Bat-Symbol widmen. Okay, okay. Wir machen bei einer der zwei Ausschreitungen mit, aber nicht mehr. Ich muss morgen auf die Kinder aufpassen. Du musst morgen auf die Kinder aufpassen, na denn? So, wo ist jetzt das brennende Bat-Symbol? Hallo,
haben jemanden auf so eine Steinplatte gefesselt, so ein... Wie heißt das noch? Ein Exorzismus? Nein, nein, nein. Ach, sie da haben unten. Ein Messer. Verschneidung. Ein Ritualopfer. Hoppala. Ich bin bereit für eine weitere Herausforderung. Na gut. Aua. Weiche den Angriffen aus, um dich zu beweisen. Okay. Versuch's weiter. Noch einmal. Das heißt, ich darf nicht getroffen werden. Oh, oh. Schön. Vorsichtig. Na komm. Nur noch du? Bitteschön. Na, möchtest du aufstehen? Ich hätte liegen bleiben empfohlen. Du hast Können bewiesen. Ich kehre zurück, wenn du für die nächste Herausforderung bereit bist. Egal wie schwer der Test auch ist, ich obsiege. Wieder eine gute Darbietung, Sir. Er hat Ihre Kampftechnik während seiner Zeit in Arkham City eingehend studiert. Erste Tests zeigen, dass sein Kampfstil mit dem Ihren fast identisch ist. Es braucht mehr als das, um diese Stadt zu verteidigen. Das stimmt. Ich vergleiche die Daten aus diesem Zusammentreffen mit dem vorigen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich irgendwie helfen kann, Sir. Okay, wunderbar. So, dann wollen wir doch mal gleich weiter gucken. Wir haben ja noch mehr Infos. Und noch eine zusätzliche Quest gehabt. Jack Ryders gefährliche Nachforschungen haben ihn zur Lady of Gotham geführt. Ich sollte ihn finden, auch wenn es dafür keinen Pulitzerpreis gibt. Na gut, dann geben wir mal Gas, dass wir da runterkommen. So. Der Pinguin, der Joker, die kennen mich alle mal. Ab sofort bin ich eine One-Man-Show. Du bist eine One-Man-Show, okay, gut. Mal ein bisschen Gas geben hier. Ich habe mich schon gefragt, was es mit der Insel hier in der Mitte auf sich hat, aber... Oh, 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 da wollte ich jetzt nicht unbedingt reinknallen. Was ist denn hier los? Sammeln uns hier, um den wahren Vater zu ehren. Der, der unsere Leben mit Licht erfüllte, als wir von Dunkelheit umgeben waren. Der, der es auf die Erde regnen ließ, wenn wir nach Wasser lechzten. Der, der die Sünder und Bösen erschlägt, die uns vernichten wollen. Und unsere Seele mit süßer Gnade schützt. Wer wagt, das Ritual zu stören? Batman, bist du das? Hol mich hier raus! Dies ist geheiligter Boden, Heide. Du hast dir nichts verloren. Doch Gott hat dich zu mir gesandt, auf dass ich in deinem Blut baden möge. Meine Kinder, der Teufel zeigt sich im schwarzen Gewand. Erschlagt ihn sofort! Schnell! Die Zeit für das Ritual rückt näher! Oha. Verschenke ihn! Oh Mann, jetzt reicht's ja aber. Sind aber ganz schön
viele hier. Bin ich los, du kranker Irrer! Na, na, na. Gott sendet seine Macht. Ah, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Das Messer. Der Himmel öffnet sich und zerschmettert den Dämon. Schneid dir die verdammten Arme. Ach, Mann. So. Werden das hier immer mehr oder kommt mir das nur so vor? Du schaffst dir alles, was du willst. Interview, Radio, deine eigene Talkshow, was du willst. Nur lass mich gehen. So. Ich reiß dir den Arsch auf. Der Blitz trifft den Ungläubigen. Ja, der Blitz trifft den Ungläubigen. Ja, okay. Dir mach ich Schweig. Gut, dann meist halt mit der alten Kombo. Und zack. Und tschüss. Feiglinge, allesamt. Ihnen mangelte es an Glauben, Batman. Mir nicht. Ich kenne die Wahrheit. Sieh, wie die Klinge seine Kehle durchtrennt. Und ich den Unsterblichen. Ich kann die Distanzstromladung benutzen, um Generatoren auszuschalten. Schweig, mein Kind. Dein Schrein wird keine Früchte tragen. Sieh nur, finsterer Dämon. Das Blut des Heiden soll... Ich bin dem Tod öfter begegnet, als du dir vorstellen kannst. Ich werde noch da sein, wenn du tot bist, Batman. Gotham wird mir gehören. Spar dir deine Reden. Ging's nicht schneller? Kleiner Scherz. Das riecht nach meiner Story. Das ist es, Batman. So komme ich wieder ins Geschäft. Meine eigene Show. Und der erste Gast? Wie wär's? Der echte Batman. Deine Story. Ich nehme dich mit zum GCPD. Jetzt sind Sie in meiner Kirche, Diakon. Sieh dich um, Batman. Sieh dir an, was du schützen willst. Gotham ist verloren. Warum kämpfst du noch? Es ist vorbei. Ich bestimme, wann es vorbei ist, Blackfire. Bringt ihn zu den Zellen. Hey, freuen Sie sich bloß nicht so sehr, mich zu sehen. Ist dieser Blackfire ein echter Priester, Batsy? Weil ich schulde der Kirche von Gotham noch eine Entschuldigung für die Salzsäure im Weihwasser. Das war vielleicht eine Taufe. Alter. Der Typ, der. So. Haben wir jetzt hier noch was? Oder haben wir jetzt hier nichts mehr? Da haben wir keine Informationen. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Na gut, dann treffen Alfred, wir uns mal mit... ich muss zurück zum GCPD. Oracle hat vielleicht eine Spur, wohin Scarecrow Jim gebracht hat. Mit Zugriff auf die Computer des Uhrenturms wird sie das zweifellos, Sir. So. Einmal drehen. Und dann wollen wir mal gucken. Hoppala. Also eine Beule holen wollte ich mir jetzt nicht. Scarecrow sollte einfach aufgeben, Mann. Der besiegt dich ohnehin nicht. Niemals. Du hast bloß so lange überlebt, weil er das so möchte. Na, weil er das so möchte. Okay. Bloß nicht. Zellenbelegung 75%. Holy shit. Halbe Stadt ist im Knast. Na, hast du was Neues zu sagen? Du hattest Glück, Ryder. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich meine, ich hatte alles unter Kontrolle. Das gehörte alles dazu. Du weißt schon, nah dran und persönlich. Nächstes Mal lasse ich dich da. Süß. Mit wem würdest du ohne mich reden?
Sei gewarnt. Ich rette dich heute Nacht nicht nochmal. Was, das? Absolut sauber. Queen Industries hat letzte Woche ein neues Unternehmen gegründet, Q-Core. Ich schreibe einen Artikel über den Besitzer. Messerscharfe Recherche. Sicher. Ich schicke dir eine Kopie zu. Oh Mann. So, dann wollen wir mal. Komm, bete mit mir, kleiner Mann. Gott liebt all seine Schäfchen, egal wie hässlich sie sind. Sag mir Bescheid, ob sich das Beten für dich auszahlt. Sieht man ja eigentlich, wer hier alles schon drin ist. Aber wo ist denn eigentlich der... Ach, da hinten. Den hatte ich fast gar nicht gesehen. Egal, wir sind ja wegen was anderem hier. Klasse, du bist hier. Scarecrows Heli ist raus aufs Meer und dann nach Norden. Ich wollte die Route genauer bestimmen, aber die Daten sind beschädigt. Sie haben eine Menge Schaden angerichtet. Ist, was war das? Ärger. Tapfere Polizisten Gothams, ich habe eine Nachricht für euch. Ihr seid nicht sicher. Ihr seid ohne Schutz. Batman wird euch nicht retten. Das ist der Anfang vom Ende für dich, dunkler Ritter. Wir werden ja sehen. Der Batcomputer ist wieder online, Batman. Ich tue, was ich kann. Halte den Angriff aufs GCPD auf. Na, dann wollen wir mal. Weil ich will ja nicht, dass sie hier alle wieder rauskommen. Richtet eure Waffen immer auf die Tür. Wir sterben hier nicht. Wir sind so weit gekommen. Zeigen wir ihnen, was es heißt, beim GCPD zu sein. Cash, alles abriegeln. Sofort. Ihr wollt jetzt wirklich alle fighten mit mir, ja? Komm schon, Batman, schlag zu! Na, nee. So. Hoppala. So, erstmal dich wegmachen. Und tschüss! Ah, Mensch! Ihr seid ganz schöne Nervbolzen! Weg mit dem Schild! Ich sagte, weg mit dem Schild! Ah, Mensch! Versuch jetzt nicht zu schlagen! Na, komm schon! Unternehm hier, du Freeze! Nein, für den Schocker, Batman! Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Versuch jetzt mal, meinen Arm zu... Was soll ich versuchen? Nachlassen! Ah! Versuch jetzt nicht zu schlagen! Ja, das ist so nervig. Die einen haben Schilde, die anderen haben Schocker. Soll ich dich quälen? Jetzt bist du nicht mehr so stark, was? So, Sunny, hau ab. Bist du nicht mehr so So. Los, Batman, schlag schon. Na. So, schlag zu, komm schon. So. Bereit für einen Schock? Hoppala. Wow. Das sind die schlimmsten Gegner überhaupt. Soll ich dich grillen?
Nee. Wow. Du bist nicht der Einzige mit Hightech-Rüstung. Vorsichtig. Einen wegmachen. Du kannst mich nicht erwischen, Batman. Ja, das ist so mies. Genau, Bat. Stell dich tot. Wir haben sie genau da, wo... Oje. Oh, Mann. Machen wir es mal kurz anders. Führe diesen Schlag nach einer Superbetäubung aus, um deinen Gegner höheren Schaden zuzufügen. Was hätten wir hier? Das Superbetäubung, das hilft mir auch nicht, wirklich. Der Schaden aller Angriffe wird bei voller Spezialkombo-Anzeige erhöht. Wenn eine Spezialkombo-Manöver eingesetzt wird, wird die Kombo-Anzeige geleert und du richtest wieder einen normalen Schaden an. Na, dann machen wir es mal so. Alt und 3. Okay. Und das wäre Alt und 2. Das hilft mir jetzt aber trotzdem nicht so, wie ich es gerne hätte. Hier hätte ich jetzt auch nichts weiter. Ich kriege das halt mit den alternativen Ausschaltmanövern noch nicht so richtig hin. Gleitanflug. Naja, das hilft mir jetzt auch gerade nicht. Aber gut, gucken wir mal, dass wir es so hinkriegen. Cash, alles abriegeln. Sofort! Diesmal warte ich nicht erst. Komm schon, schlag zu! Ach, Mann. So. Und tschüss. Töte die, los! Versuch jetzt nicht zu schlagen. Na, ihr nervt alle. Ja, Wiederbelebung läuft. Wenn man dann sowas schon wieder hört. So. Den Schocker weg. Okay, das hätte ich ja mal vorher machen können. Was ist das jetzt? Er ist zu Fuß, haltet ihn auf! Das könnt ihr besser! So, jetzt haben wir die Truppen ja ordentlich dezimiert hier. Ich hatte eben nur kurz im Augenblick gesehen. Cash, öffnen Sie die Rolltore. Ich versuch's, Batman. Der Strom ist weg. Das war's. Die werden das Gebäude auseinandernehmen. Batman, dem Bauplan zufolge ist ein Generator außerhalb des Gebäudes. Los! Okay. Gut. Ich hatte, wie gesagt, nur gesehen, dass man ins Batmobile einsteigen konnte. Das hätte ich mal vorher sehen müssen. Aber wir machen jetzt hier erstmal den Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.